Hallo Freunde, willkommen zum wohl letzten Part von Majora's Mask. Tja, wir haben alle unsere Masken eingetauscht gegen die ultimative Maske der grimmigen Gottheit, ja, obwohl ich sie nicht einsetzen werde. Ja, weil sonst wäre dieser finale Bosskampf ziemlich lahm, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe es vor 3 Jahren gemacht, aber diesmal will ich es hier on my own probieren, ja, und also kann ich nur noch eins fragen. Spielen wir? Okay, also das letzte Kind, was übrig geblieben ist, will auch noch mit uns spielen und es führt uns in diesen seltsamen Raum. Mit fieser Musik und der Majora's Maske ist es, die ich da hinten erkenne? Oh mein Gott, mit Camouflage hier, alles verschwimmt ganz komisch vor unserem inneren Auge. Okay, Leute, die Taktik ohne Maske der grimmigen Gottheit. Oh, guckt euch das an, ey, voll leer alles. Ja, die Taktik ohne grimmige Maske ist ganz klar. Das Feenschwert und die allseits beliebte Wirbelattacke. Also dann, mal gucken, was hier abgeht. Was zur... Ich bin erleuchtet! Ach so, nein, das sind die 4 Vermächtnisse. War das mit den Kindern gerade nur... Was war da gerade mit den Kindern? Wo sind die alle hin? Warum haben wir jetzt die Masken wieder und... Wie gesagt, das Spiel ist echt ein Mysterium in sich selbst, ja. Oh mein Gott. Bitte nicht. Ah! Oh oh. Klein. Wow, Majora's Maske. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ein Stufenboss. Stufe 1 ist dieses Teil da. Mit diesen ungekämmten Zottelmähen. Alles klar. Es ist aber kein Problem, wie gesagt. Er schwebt da oben durch die Luft. Wir können ihn nicht erreichen. Pfeile prallen an ihn ab. Jedenfalls an seiner Vorderseite. Und deswegen mache ich das ganz leicht. Genau. Komm mal runter zu mir. Komm mal runter. Und Wirbelschlitz! Getroffen. Und zack! Alles klar. So. Er holt sich Verstärkung. Die Vermächtnisse. Wir catchen jetzt hier gegen 5 Masken. Oh mein Gott, so, und vor denen habe ich ein bisschen Angst und Respekt. Also will ich die erstmal loswerden, die Teile hier, weil die schießen für sich selber bestimmt mit Projektilen. So, der Trick dabei ist, genau, Majora's Mask im Auge zu behalten, Laser und alle zu zerbrennen. Na komm schon. Na, wie ist denn eine? Ach, okay, verdammt, das ging daneben. Ich habe zwar Schaden machen können, aber nicht ganz ausrotten können. So, oh, 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 da kommt sie, da schwebt sie. Okay, alles klar, er schießt wieder. Okay. Und fliegt irgendjemand rein? Nein. Okay. Ah, oh, verdammt, das hat die Sicht geändert. Ich wollte eigentlich den Fokus gerade löschen. Verdammt, okay. Ich muss die Masken da nicht killen. Ja, aber... Majora's Mask kommt eh erstmal nicht runter. Der ballert hier erstmal rum. Da seht er. Deswegen nutze ich das einfach aus. Okay, los, komm jetzt hier. 1, 2 und... Natürlich, da oben habe ich jetzt nicht gesehen. So, ein Mist. Die da oben schwebt noch fröhlich rum. Okay, warte mal, die mache ich jetzt einfach so mit Pfeilen down. Dürfte kein Problem sein. Also ich hoffe, die andere Maske schießt nicht nochmal. Zack. Zack. Und sagt tschüss, alles klar. Oh, er macht nochmal den Laser. Wow. Wow, mit meinem Schwert. Oh, oh, oh. Mann. Ich habe mit meinem Schwert abgeblockt. Voll geil. Komm ein bisschen runter, komm noch ein bisschen runter. Ah, verdammt. Komm her, du Arsch. Komm her, du Scheißmaske. Ich könnte sie jetzt... Ach... Abblocken! Ich könnte sie jetzt auch noch anlasern. Oh, mit den beiden Augen, ganz komisch. Oh mein Gott. Ich hatte das schon, Leute, keine Angst, ist alles okay. Es ist alles gut, ne? Ich soll bloß mal wieder runterkommen, wenn nicht, muss ich hochkommen. Na, es geht natürlich nicht. Jo. Okay, ihr macht das nochmal. Jetzt reicht's. So, brutzel ich dich halt an. Zack, so. Mistvieh. Verdammt. Okay, da war er ein bisschen schneller als ich. Los, komm, tu mir mal den Gefallen und komm wieder runtergezwirbelt. Sag mal, bist du denn noch... Das ist doch langweilig. Ich will dir voll eine auf die Fresse. So, okay. Na, ja, der ist zu schnell. Ich bin zu weit weg dafür, ja. Komm her, Mann! Ah, verdammt. Das kann nicht unter auch mal klappen. Okay, er kommt wieder, er kommt wieder. Er kommt wieder runter. Hossa! Komm her. Oh nein, komm her, komm her. Jawohl, okay. Und sag tschüss, Mann! Zack! Bam! So. Da brutzeln deine Rasterlocken dahin. Ah, ah, ah. Alles klar, Leute, das war doch super duper, oder? Was zum... Oh. Oh mein Gott. Bitte nicht. Wer ist das denn? Majoras Inkarnation. Oh, na klar. Ja, wo will er hin? Guckt euch den Typen an.
Es ist ein Moonwalkender. Keine Ahnung was. Auf jeden Fall dieselbe Taktik. Ah, aua! Doch, die letzte hat nochmal getroffen. Selbe Taktik. Wirbelattacke ausnutzen. Mein Radius ist so mega riesig. Sag ich ja. Er packt sich lang. Schnell hin da. Und hier ist die Wirbelattacke auch unser Freund. Jawohl. Jawohl. Das schmerzt, wa? So. Das wäre erledigt. Ganz kurzer Prozess. Okay, aber ich glaube, das war noch nicht alles. Stufe 3. Erstmal Amphetamine reingepfiffen. Die Muskeln wachsen. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Wer ist das denn? Majora's Magia. Domina Peitsche. Oh, verdammt. Okay, Leute, der ist jetzt ein bisschen gefährlicher. Also, mit seinen langen Peitschen, wenn wir unser Schild hochhalten, kann nichts passieren. So, komm jetzt her, du Sack, komm her. Ja, oh. Ich muss den Bus hier mit meiner Wirbelattacke erwischen. Ja, ich betäub ihn einfach, wartet. Na, komm her. Komm her, du Sack. Oh, wie er hin und her springt. Sack, Volltreffer. Alles klar. Wirbelattacke. Warte. Oh, voll oft getroffen. Wow. Ja. Okay, mein Freundchen, komm mal her hier. Wow. Prima Ballerina, was? So, getroffen. Hussan! Zack! Und zack, tschüss, Mann! Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Oh mein Gott, was war das? Ist mir egal. Wow, was? Beyblade! Okay, er kommt mit seinem Beyblade hier raus, hier scheuert, ja. Oh nein! Okay, zwei Beyblades. Gar nicht gut, haut ab von mir, haut ab! Was zum Seit wann kann der das denn? Autsch! Bleib ganz ruhig, Kumpel. Der wollte ich ja schon erlösen. Wow, was für ein Kick. Ching. Ich komme nicht an ihn ran. Ich muss warten, bis ich an ihn rankomme. Oh, jetzt hab ich... Doppelhit. Ganz toll. Stirb, Mann! Volltreffer. Das wartet aber wirklich, Leute. Und da zwirbelt er down und ist tot. Oh mein Gott. Löst sich voll auf. Alter Schwede. Haben wir den Fluch gebrochen? Ich glaube ja. Oh Scheiße, was war das denn? Jetzt musste er sauer aufstoßen. Immerhin sind wir irgendwie in ihm drin. Wow. Er ist weg. Ja, geil. Freuen Sie alle da unten. Er ist nur noch ein Regenbogen. Da-da. Yeah, super, geil. Oh, verdammt, Mann. Vor allem er hier. Ja, ist ja gut, Mann. Im Endeffekt steht er doch draußen außerhalb der Stadt, ja. Und ist auch abgehauen. Boah, die fetten Giganten. Wunderschön. Das war einfach himmlisch. Dämmerung eines neuen Tages, Freunde. Der vierte Tag ist quasi angebrochen. Ja. Oh, was ist passiert, Mann? Bin ich tot? Ah, er ist wach. Oh, meine Omme. Alter, das meint nicht nochmal. Horrorkid, Mann? Und, oh mein Gott. Die vier Giants. Alter, wenn die mal böse sind, ey. Was ist los? Kommt's jetzt zur Aussprache oder wie? Oh mein Gott. Ist auch ganz niedlich. Ja, ihr habt mich also nicht vergessen. Ihr wisst ja, die Oma hat uns ja quasi die Vorgeschichte erzählt, ne, mit dem kleinen Kobold und seinen vier Riesenfreunden. Und deswegen wissen wir jetzt genau hier, was das damit auf sich hat. Natürlich nicht, Mann. Jetzt tut's ihm leid. Ihr seht mich immer noch als euren Freund? Ja, ich glaube ja. Und die beiden Feen sogar auch noch. Siehste. Da hat er Glück gehabt, der Penner.
und sie ziehen wieder von dann. Ihm bleibt nichts weiter als Reue. Und jetzt sieht es gleich so aus, als ob ein Gigant ihn voll wegkickt. Oh, voll in die Fresse. Und dann nochmal. Und bam, nee, doch nicht. Boom. Die vier Giganten werden das Dorf, die Stadt wieder beschützen aus den vier Himmelsrichtungen. Jedes Gebiet unter Kontrolle haben. Und niemand wird jeweils mal wieder Schaden anrichten können. Boom, Alter. Da hinten stampft er noch erst schimmerlich. Und weg sind sie. Boom, boom. Boom, boom, boom. Mm. Tja. Wo Epona auf immer herkommt, ich habe keine Ahnung. Hast du mich gerettet? Zwinkert jetzt komisch. Nee. Lächelt jetzt eklig. Ich dachte, sie wollten nicht mehr meine Freunde sein. Aber sie haben mich nicht vergessen. Jetzt die Lache. Es ist schön, Freunde zu haben. Ob wir wohl auch Freunde sein können? Nicht, wenn du das mit deinem Genick da andauernd machst. Das. Was zum... Ja, du hast den gleichen Geruch an dir wie das Feenkind in den Wäldern, was mir damals dieses Lied beigebracht hat. Ocarina of Time-Anspielung. Okay, wir können Freunde sein, aber nur wenn du aufhörst, meine Ocarina zu klauen. Arsch. Ich weiß. Lass uns etwas tun. Erstmal wieder am glimpflichsten davon gekommen, ja? Wir haben die ganze Welt gerettet, ey. Und jetzt so... Ist doch okay, Mann. Alles wieder vergeben und vergessen. Alles cool, Mann? Naja, wollen wir mal nicht nachtragend sein, oder? Oh, das Böse hat also von der Maske abgelassen. Oh, der Maskman! Okay, jetzt kommt vielleicht wieder so eine Szene, dass man weiß, dass der Typ eigentlich tot ist und wir gerade mit einem Geist reden. Nun, zumindest habe ich sie wieder. Na, da ich mich ja nur auf der Durchreise befinde, sprich ins Jenseits, ne, muss ich euch nun Lebewohl sagen. Da siehst du, er war noch voll traurig und enttäuscht, so. Okay, Mann. Der Maskenhändler verzieht sich mit der Maske. Solltest du jetzt nicht auch nach Hause gehen? Also wie gesagt, ich glaube echt, der ist tot. Wir haben es ja wie gesagt hier nicht zum ersten Mal mit einem Geist zu tun, der noch da ist. Wie der olle Camaro, den wir die Tänzermaske abgelost haben, der ist ja auch danach verschwunden. Wann immer sich Leute treffen, folgt dem auch irgendwann ein Abschied. Aber dieser Abschied muss nicht für immer sein. Es liegt an dir, die Zeit eines Wiedersehens zu bestimmen. Uah, geportet. Nun denn, du erlaubst. Voll die Mario-Maske, voll geil. Aber es ist dir gelungen, viele Leute glücklich zu machen. Das ist schön. Jene Masken, die du bei dir hast, sind von Freude erfüllt. Von ehrlicher, wahrer Freude. Nette Worte, Mann. Ruhe in Frieden, Typi. Einfach weg. Also, der ist tot. Wir haben beide gefunden, wonach wir gesucht haben. Hier trennen sich wohl unsere Wege, nicht wahr? Ich glaube ja. Weißt du, für mich war es eine sehr schöne Zeit. Stimmt schon. Bald wird der Karneval beginnen. Warum gehst du nicht einfach und kümmerst dich um deinen eigenen Kram? Wir haben auf jeden Fall den Karneval vor uns. Alles klar, Mann. Tschüss, Mann. Ah, zack. So, ohne Sattel, das tut schön weh. Hä? Ich meine, see you later. Und tschüss. Marcel! Voll im Trott. Wo er wohin will? Danke. Da hat sich nochmal ein Dankeschön entlocken lassen, ja. Tja, Freunde. Das war's. Der Karneval beginnt, die Credits Roll startet. Und dem Erfolg zufolge kann ich mein Fazit abdrücken. Ah! Shigeru Miyamoto, Producer und Supervisor, nicht wahr? Die Welt ist gerettet und allen geht es wieder gut. Ach so, ich möchte noch was zum Abspann sagen, weil da haben sich die Entwickler auch was ausgedacht. Wenn man jetzt nicht alle Masken hätte, ja, dann wäre dieser Abstand quasi gesplittet. Dann würde man für die jeweilige Szene würde man nur die Maske zu Gesicht bekommen, die man für diese Szene gebraucht hätte, weil man sie nicht im Spiel gefunden hat. Zum Beispiel, ach, werdet ihr sehen. Zum Beispiel gibt es eine Szene mit dem Postboten, die würden wir gar nicht sehen, wenn wir den Postbotenhut nicht hätten und sowas alles. Aber okay, ich leg mal meinen Controller hier weg. Ah.
Tja, Freunde, damit endet ja quasi mein 3-Jahres-Special, ne? Nicht vergessen. Ich habe dieses Spiel vor 3 Jahren angefangen und damit startete meine Let's-Player-Karriere, ja. Gute Erinnerungen verbinde ich damit, also es war schon echt krass. Dann habe ich mir gedacht, ja komm, genau zum Jahrestag, zum 3. Jahrestag, spiele ich dieses Spiel einfach nochmal. Ach, so geil. Es ist wirklich mein Lieblingsspiel. Zelda Majora's Mask ist atmosphärisch, düster, gruselig und wie ihr bestimmt auch gemerkt habt, so extrem mysteriös und seltsam einfach, ja, wo man sich selber noch fragt, warum? Aber okay, also ich nutze jetzt mal das hier nicht aus, um das Spiel nochmal ein bisschen weiter zu erläutern, weil das habe ich ja schon vor 3 Jahren gemacht. Ich möchte eigentlich viel mehr sagen, wie dankbar ich euch eigentlich bin. Das heißt eigentlich, ich bin euch definitiv zu Dank verpflichtet, ja. Also, es waren drei oberkrasse Jahre meines Lebens vergangen, ja. Und ich hoffe, dass sie auch noch viel länger gehen, ja, aber das ist sowas. Ich möchte euch irgendwie wissen lassen, dass ihr wisst, ich nehme das nicht als selbstverständlich, dass ihr meine Videos guckt, ja, Kommentare schreibt und sie mögt und sowas alles und ja, ich nehme es echt nicht als selbstverständlich und deswegen möchte ich mich ja immer noch weiterentwickeln und immer ganz hart bei der Sache dranbleiben. Also, ihr sollt auf keinen Fall denken, dass ich jetzt so der Typ bin, der sich sagt, ach, jetzt habe ich es ja geschafft, wa? Ha! Über 60.000 Abonnenten, jetzt will ich mir zurück. Nein, also, die Qualität soll natürlich dieselbe bleiben. Ich freue mich ja, dass viele sagen, dass ich genauso bin wie in meinem ersten Video von vor 3 Jahren. Rein von meiner Art her. Die Technik, dass sie sich verbessert, ist klar. Das ist ja auch erwünschenswert, dass die Videos schärfer sind und länger dauern und auch ein bisschen so HD oder manchmal Pseudo-HD, ihr wisst, was ich meine. Das sollte gang und gäbe sein, aber der Let's Player an sich sollte sich nicht verändern dürfen. Und da finde ich es gut, dass ihr mir da zustimmt, dass ich das geschafft habe, meinen Stil beizubehalten. Die Feen. Guckt sie euch alle an. Geschwister, wie man weiß. Ach man, ey. Ich hoffe, ich kann noch viele Jahre Let's Player sein. Für euch Videos machen, euch unterhalten, euch zum Lachen bringen. Guckt sie euch an, sie trainiert mit ihrem Bogen erstmal. Bams, bams, bams. Für die Zukunft, also ich möchte nicht noch mehrere Wii Let's Plays machen, weil, ja, dafür gibt es einfach viel zu viele Spiele, die ich unbedingt zeigen möchte und auch spielen möchte, ja. Neue Blind-Projekte, noch mehr Retro-Projekte, neue kommende Wii U-Projekte, ja. Und deswegen, also Majora's Mask war da jetzt die Ausnahme, weil es halt sowas Spezielles ist. Alle sind glücklich, außer der Typ. Kopf runter, pennt. Arsch, nein. Also, ja, das war halt die Ausnahme, weil es mein erstes Let's Play war. Deswegen wurde das nochmal re-Let's Played. Viele haben mich ja jetzt gefragt, ne, Marcel, wie wär's denn hier mit Ocarina of Time nochmal re-Let's Playen? Da muss ich euch sagen, tja, das möchte ich eigentlich nicht tun. Aber, weil es dasselbe Spiel wäre. Aber bei Ocarina of Time gibt's ja so eine kleine Abänderung. Also, gegen Ocarina of Time Master Quest wäre doch gar nichts einzuwenden, oder? Jetzt wird sich auf jeden Fall für die Zukunft gemerkt. Guck mal, wie sich alle freuen. Und wer hat die Hühner in die Milchbar gelassen? Sag mal, sind die alle Clubmitglied? Alter! Die kommen ja einfach alle rein, die Sora, ist da klar? Na egal. Es ist so wunderschön. Es ist doch einfach wunderschön. Trap! Yeah, wir haben es geschafft, Mann! Geil, Papa, lass mich bloß nicht fallen wie vor 3 Jahren. Oh ja, die schöne Hochzeit. Ja, also auch wenn wir die Zeit zurückgespult haben, trotzdem... Kaffee und Anju haben zueinander gefunden. Und jetzt sieht man nochmal richtig schön, wie viele Rothaarige hier sind. Unfassbar. Ach ja, schönes Spiel. Kaffee sieht man nicht, man sieht es quasi hier gerade aus der Sicht von Kaffee. Natürlich guckt ihr erstmal voll auf den Ausschnitt, alles klar, der nicht vorhanden ist. Ach ja, ein Tingle verdeckt alles, dieser Trottel. Egal. Und gleich kommt nochmal die traurige Szene, die beweist, dass der tote Deku am Anfang der Sohn vom Deku Butler ist. Sehr traurig, die Geschichte. Da. Ja, diese Szene zum Beispiel hätten wir nicht gesehen, wenn wir nicht hier Maske der Liebenden hätten und so, ne? Ist klar. So, oh, voll fies. Voll down. Voll traurig. Mein Sohn, mein Junge. Wie ist er da hingekommen? Ist egal. Freunde, also ich weiß nicht, ich hoffe, euch gefällt Majora's Mask. Es ist, wie gesagt, so ein Mix-Ding. Die Hälfte mag, die Hälfte liebt dieses Spiel und die andere Hälfte hasst dieses Spiel. Ja, das ist wirklich wie damals Zelda 2, The Adventure of Link, das war ja ähnlich. Aber ich gehe auf jeden Fall zu den Leuten, die dieses Spiel liebt. Es ist einfach düster, es ist dunkel und gemein. Und irgendwie auch traurig. Hier, Link hat jetzt also den Verlust von Navi verarbeitet mit dieser ganzen Geschichte. Oder sucht er sie noch immer?
Man weiß es nicht. Man weiß ja nur offiziell bestätigt, dass der Knochenritter in Twilight Princess dieser Link ist. Das hat Nintendo ja bestätigt. Und da guck mal, ein Abschlussbild vom Horror-Kit, die beiden Feen, die vier Giganten und von uns. Voll geil, Mann. Freunde, damit endet dieses Let's Play. Ach, Mann, ey. Also Leute, ich, okay, wisst ihr was? Ich mach noch einen Bonus-Part. Das ist mir das Spiel wert. Ich konnte die Maske der grimmigen Gottheit nicht einsetzen, deswegen folgt ein Bonus-Part. Ist noch nicht ganz vorbei, also das Spiel an sich, ja. Freut euch auf den Bonus-Boss-Run, Wash-Mode, ja. Mit der grimmigen Gottheit und ja. Aber trotzdem schon mal vielen Dank bis an der Stelle hier fürs Zuschauen. Ich danke euch echt für 3+ Jahre als Let's Player. Ich werde die Zeit nie vergessen. Die hat mich geprägt, ja. Sie hat mich weiterentwickelt. Wunderbar und ich danke euch von ganzem Herzen. Ohne euch wäre ich nichts. Das habe ich immer im Kopf, das habe ich immer im Herzen, ja. Denkt also nicht daran, ich bin irgendwie so ein selbstsüchtiger Idiot, der denkt jetzt hier irgendwie, ja, ich habe es geschafft. Ich hab gar nichts geschafft. Das habt ihr alles mir ermöglicht und so. Das sollt ihr wissen. Und das, ihr sollt wissen, dass ich das auch weiß. Also, wir sehen uns dann im Bonuspart und wenn nicht, auf jeden Fall im nächsten Projekt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.